Hallo und herzlich willkommen zu meinem Obst-Apfelbanne-Strich-Podcast. Ich bin Inga, ich bin 40 Jahre alt und lebe mit meiner Familie im Norden Deutschlands, Lübeck, Schleswig-Holstein. Und ja, jetzt hat die Pause doch ein bisschen länger gedauert als geplant. Ich habe versucht, wöchentlich aufzunehmen, das war jetzt die letzten 2 Wochen nicht möglich. Hier war viel los. Also wir haben hier einen richtig fetten Wasserschaden bei uns im Haus. Es ist da eine Wohneinheit mit mehreren Wohnungen und unser Vermieter hat clevererweise die Heizung abgeschaltet. Dann kam der Frost nochmal und dann sind die Rohre kaputt gegangen. Und jetzt sind wir hier vier oder fünf Wohnungen, die einen richtig krassen Wasserschaden haben mit Schimmel, schwarzem Schimmel und einem bei uns in der Küche. Das war ganz toll. Wir mussten jetzt mehrere Tage im Wohnzimmer auf 2 Herdplatten kochen, im Badezimmer abwaschen, war auch toll. Für 5 Leute, die Spülmaschine ist immer noch nicht wieder eingebaut. Die Firma meldet sich nicht, irgendwie geht da nichts weiter, aber wir haben wenigstens unseren Herd wieder und können kochen. Aber die Schränke sind halt noch nicht eingebaut, die ganze Wohnung steht immer noch voll mit Tellern und Töpfen und in der Küche ist Chaos. Also egal, wo man hingeht, es ist absolut Chaos und es ist frustrierend und es ist nicht schön. Und dann hatte ich die letzten 2 Wochen noch 2 kranke Kinder zu Hause, die große und den ganz kleinen, also Ziege und Wikinger. Und der Wikinger ist wie Paddex im Moment, also der klebt an mir und nicht mal allein aufs Klo gehen, geschweige denn kochen. Ich bin ganz froh, dass wir einen Thermomix haben. Darin koche ich dann Nudeln, ganz aufwendig. Aber der macht das wenigstens alleine und es geht dann halt mit Kind irgendwie am Klebend. Ja, auf jeden Fall war das der Grund, warum ich die letzten Wochen nicht wirklich aufnehmen konnte. Und habe immer dran gedacht, aber es war halt nicht dran zu denken. Und wenn ich dann mal Zeit zum Durchatmen hatte, dann war ich auf dem Stricktreff bei Strick mit Kick Anne oder ich war mal einen Kaffee trinken oder mal alleine einkaufen oder irgendwie sowas. Ja, so. Aber Stricken ging. Also da habe ich ein bisschen was geschafft. Ich habe sogar für die Große was genäht. Für die Kleine auch, aber da weiß ich gerade nicht, wo das ist. Ich müsste jetzt auch für den Wikinger mal wieder nähen, weil der hat nur etwas dickere Hosen. Der braucht eigentlich jetzt mal ein paar Jersey-Hosen. Müsste ich jetzt eigentlich mal ein paar Schnittmuster vorbereiten und mal gucken, dass ich das schaffe. Ja, gut. In der nächsten halben bis dreiviertel Stunde, wenn wir uns nicht wieder verlabern hier, nimmt er jetzt auch wieder auf. Ich rede und rede und rede und dann, ja, er nimmt auf. Alles klar. Ja, ich finde das ja super mit der neuen Kamera. Ich muss mich jetzt nicht immer fragen, fokussiert er mich an oder nicht? Das ist schon sehr schön. Ja, genau. Auslosung. Ich habe ausgelost, kann ich auch jetzt machen, sonst vergesse ich das wieder. Ne? Moment. Ich habe da einen Screenshot von gemacht. Ich habe das vorhin ausgelost. Also die Verlosung lief ja letzte Woche und ich habe ja gesagt, wollte erst eine Woche laufen, das habt ihr dann aber gesagt, bis zum nächsten Podcast. Also alle, die praktisch bis gestern, also wir haben jetzt Donnerstag, 10.44 Uhr und ich habe ausgelost vor einer Stunde ungefähr, also alle, die bis dahin kommentiert haben, sind berücksichtigt worden. Gewonnen hat Elke Krebs. Ich zeige euch mal, fokussiert ihr das an? Das ist jetzt spiegelverkehrt, ne? Aber hier ist der Beweis, Elke Krebs. So, herzlichen Glückwunsch, Elke. Melde dich doch bitte per E-Mail bei mir. Unter der info@apfelbanne-design.de, genau. Steht aber auch unten dann Infobox. Genau. Genau, du hast die Tasche gewonnen, die kann ich ja nochmal rausholen, kann ich dir nochmal zeigen. Oh, die habe ich hier hinten dran. Die Schublade kann ich ja auch nochmal für Klamotten nutzen. Zicklein brauchen nicht mehr Platz. Genau, das ging ja jetzt um diese Tasche, ne, die ich genäht habe. Aus Kord, innen, hier, zack. Dann gab es eine Handspindel dazu und diese Wolle, die schon gewickelt ist, von Our Maker Life, von Knit Crate war die, genau. Ja, genau, liebe Elke, melde dich einfach bei mir und schick mir deine Adresse und dann mache ich dir das Päckchen einmal fertig. So. Dann fangen wir an. Genau, es geht ja um Strickiges und Gestricktes und Genähtes und bla und Wolle und alles, was so schön ist. Ne? Fangen wir mal mit dem an, was ich hier fertig habe. Oh, neues Lieblingsoutfit, ne? ja, ich bin ja gerade im Test. Ich lasse gerade den Edla Cardigan testen. Das ist dieser hier. Ich komme mal da nach hinten. Kann man das jetzt alles sehen? So, ne, das ist ja, ich habe Oversized natürlich für mich, ne. Hier, das ist die Raglan-Linie.
Unten wird dann nochmal dieses Muster aufgegriffen. Die Blende wird direkt angestrickt und mit einem I-Cord versäubert. Genau. Und ich habe jetzt 20 cm mehr Weite, weil ich mag es, wie gesagt, weit. Man kann es sich natürlich enger stricken, ne? Das wird sich alles sehen. Ich habe das Gefühl, werde ich immer voll geblendet. Ne? Schritt zurück. Ja. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn und den habe ich gestrickt. Ich stehe gleich wieder auf, weil darunter habe ich ja noch was an. Der ist gestrickt aus der Pure BFL Decay von Rosigarn. Die habe ich zur Verfügung gestellt bekommen und das ist die Farbe Sage. Sage, wird das ausgesprochen. Achso, und hier habe ich natürlich italienisch abgekettelt, ne? Mag ich ja auch immer sehr. Und habe dann auch, das habe ich hier unten auch gemacht, genau. Ja, ich finde das immer voll schön. Und habe dann hier auch noch zwei Rundreihen im Doppelstrick gemacht, damit das ein bisschen voluminöser aussieht. Ja. Der geht. Also die Anleitung ist jetzt in den letzten Zügen, die ist eigentlich schon fertig. Ich muss nur noch die Skizze zeichnen für die Maße. Und dann geht das Design am 9. online, also nächsten Freitag. Bin ich schon sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Die Beispiele, die ich bisher bekommen und gesehen habe, sind auch echt wunderschön. Und es haben wirklich alle eben auch wieder eine unterschiedliche Mehrweite genutzt, sodass das Ding auch wirklich jedes Mal anders sitzt. Ne? Und das finde ich halt total super, dass das halt so vielseitig ist und jeder das eben so nach seinen Vorlieben machen kann. Ne? Genau, das ist der Edler Cardigan. Freue ich mich sehr. Und dazu habe ich noch eine Neuigkeit. Es gibt ja eine Kinderversion dazu. Die habe ich schon recht lange in meinem Shop. Das ist auch eins meiner ersten Designs gewesen. Das hieß, heißt Edler Kufte. So, und das ist eigentlich das gleiche Design, nur es ist halt eins meiner ersten Designs. Ne? Das heißt, die Passform war damals meiner Meinung, also jetzt inzwischen, damals fand ich es natürlich super, inzwischen bin ich der Meinung, okay, die Passform war nicht mehr ganz optimal. Es musste die Blende extra angestrickt werden oder angehäkelt werden und ja. So, und ich habe jetzt die Anleitung in den letzten Wochen nochmal komplett überarbeitet, komplett überholt, also für die Kinder. Ne? Ich habe jetzt auch das Echtgrößensystem eingebaut, was ich persönlich immer sehr praktisch finde. Ich habe die Passform angepasst und es wird jetzt eben auch so wie hier die Blende direkt angestrickt und versäubert, was ich halt auch praktischer finde. Und da wird das Muster aus dem Saum praktisch dann im Ärmel nochmal aufgegriffen und es werden Ballonärmelchen. Ich habe das allerdings selber noch gar nicht gestrickt. Ich habe es erstmal nur bearbeitet, ich habe die Anleitung geschrieben. Ich habe jetzt mit Langjans gesprochen, die schicken mir nochmal die Merino 150 zu. Die denke ich wird von der Maschenprobe her gut passen. Ich bin gespannt und dann werde ich da mal einen Prototyp stricken. Ich habe schon eine meiner Testerinnen angeschrieben, die eigentlich immer gerne die kleinen Größen strickt, ob sie da mal eventuell eine der ersten beiden Größen testen möchte schon mal. Und da bin ich gespannt. Und dann wird das auch nochmal in den Test gehen. Mal sehen, wer da Bock drauf hat. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Das ist halt noch kein eiliges. Das habe ich erstmal so fertig gemacht. Aber das wird kommen noch, weil ich denke einfach, dass das, ja, da wird es Zeit, dass die überarbeitet wird. Ja, weil das ist ein super schönes Design, aber die möchte ich jetzt eben auch einfach optimiert haben. Und dann gucken wir mal. So, hier unter, jetzt ziehe ich mich mal aus einmal. Ich habe euch beim letzten Mal ja schon die grüne Kornlos gezeigt. Und das ist jetzt, ich habe sie ja noch mal ein bisschen abgeändert, weil bei der anderen, die kann ich euch ja noch mal zeigen. Ich habe hier noch einmal drauf. Ups, 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 ups. So, genau, das war ja aus der Lama Silk von, ups, das war falsch, von Edna. Ne? Und die ist halt auch super weich, die nehme ich auch weiterhin mit rein in die Anleitung. Da hatte ich ja den ersten Prototypen gestrickt und das waren noch sehr kurze Ärmel. Hier alles sehr weit. Hinten war so ein bisschen Racerback. Ja, hier war ja der Fehler drinnen noch. Ja, so. Das war so der erste Prototyp. Ich blende euch da nochmal ein Bild ein, damit ihr seht, wie das saß. Und das war jetzt nicht so für meine... Habe ich mich nicht so wohl drin gefühlt. Und jetzt habe ich... Das ist der jetzige Prototyp. Mit dem bin ich super zufrieden. Ja, auch hier ist dann hier unten eben das Muster drin. Allerdings hat mein Garn nicht gereicht, deswegen ist die Rüsche ein bisschen kurz. Ja, hier unter, die
die ist eigentlich 5 cm. Ich werde es nochmal stricken. Ich habe nochmal mit Pia von Dein Stück Glück gesprochen, so damit ich das nochmal aus der Cotton Merino stricken kann. Und aus der Lama Silk mache ich aber auch noch ein Beispiel. So, genau. Na, also, die Ärmel, ich gehe mal hier vor euch auf die Knie. Es ist so doof, ich mag jetzt nicht zoomen, weil die Einstellung an sich eigentlich gut ist. Und dann kriege ich das nachher nicht wieder hin. Das ist zu tief. Ach Gott, ich mache schon wieder Sport hier. Also, genau, es geht jetzt hier über die Ärmel rüber. Das finde ich wesentlich besser. Die Rüsche wird hier eben dran gestrickt, sodass es trotzdem luftig ist hier am Ärmel. Aber, ne, vorne nicht so nackig. Hinten ist es dann auch nicht nackig. Ja, ich habe hier noch das V drinnen, nicht wundern. Ich habe das auch erst so gestrickt, dass da der Tropfenausschnitt dran kommt. Oh Gott, ich schmeiße atmen hier. Ich muss atmen. Ich muss wieder laufen. Meine Atmung mal wieder ein bisschen hier in Ballung bringen. Genau. Na, wie seht ihr das? Ich finde das. Ach, ich finde das so schön. Und ich bin eigentlich nicht so der Rüschentyp, aber das finde ich eigentlich recht dezent, sodass das gut aussieht. Und. Genau, in der Anleitung jetzt, die jetzt in den Test geht, der Aufruf läuft ja noch, bis morgen kann man sich noch bewerben, ist das denn hinten geschlossen? Also das wird ein geschlossener Rundhalsausschnitt, weil ich hatte ja bei dieser Version, ne, hier, hatte ich ja auch diesen Tropfenausschnitt und dann dadurch kann ich ja hinten keine verkürzten Reihen machen. Das heißt, es geht bestimmt irgendwie, ich weiß aber noch nicht, wie das geht. So, und dadurch hat sich dann das vorne halt immer hochgezogen und dadurch war das am Ausschnitt so geschlossen, das wollte ich nicht. Ich wollte das halt so ein bisschen offener haben, deswegen habe ich hinten noch keinen Knopf dran, weil sich das dann eben weiterhin nach außen zieht. Und das dadurch liegt da vorne gut. Ne? Ja, sobald ich da den geschlossen habe, zieht sich das hier vorne nämlich auch wieder so. Das will ich nicht. Deswegen habe ich den Ausschnitt jetzt direkt geschlossen. So dass von Anfang an in Runden gestrickt wird und dann aber im Nacken für Kürze rein sind. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Wenn es doof aussieht, kann ich es aber noch ändern. Müssen wir mal gucken. Puh, so hier. Oh Gott, das war also turne ich schon wieder rum hier vor euch bei der Kamera. Übrigens, oh, ich wollte ja immer so einen Kaffee-Vollautomat haben, weil ich liebe ja auch so Latte Macchiato und sowas. Ne? Entweder Kaffee schwarz oder Latte Macchiato. Aber ich habe erstmal sind die so Schweine teuer und zweitens muss man die ja jeden Tag sauber machen. Sonst habe ich gar keine Zeit. Ich bin nicht so Fan von diesen Tabs oder Pads oder so. Ich finde, das schmeckt mir irgendwie nicht. Und ich habe jetzt verschiedene Instant-Kaffees bzw. Pulver-Kaffees ausprobiert. Und ich habe einen gefunden, der ist so lecker. Guck mal, wie der aussieht. Wenn ich ihn jetzt kipp. Sieht man da? Der ist schaumig. Und der schmeckt richtig gut. Das ist von Nescafé, der Latte Macchiato. Den gibt es halt auch so in so Dosen. Und da macht man immer so 4 Löffel in so eine Tasse rein. Oh, der ist so lecker. Also der schmeckt tatsächlich fast wie von Bäckerei Junge oder so. Oder von so einem Bäcker. Hm. Richtig gut. Also den kann ich sehr empfehlen, wenn man Latte Macchiato mag. Und auch kein Fan von diesen Tabs ist und sowas. Unbeauftragte Werbung. Ach ja, Dauerwerbesendung natürlich. Ne? Ich bewerbe meine Designs, ich bewerbe Wollhersteller, Nadel, was weiß ich, mich selber und alles, was geht. Alles, was ich hier zeige, ist Werbung. Ja, aber den Kopf habe ich selber gekauft. So. genau, so. Das ist die Annie, Quatsch, nicht die Annie Blues, die Corn Blues. Die geht jetzt ab nächste Woche in den Teststrick. Empfohlenes Garn ist einmal die Knitting for Olive Cotton Merino. Die habe ich jetzt hier auch verstrickt in der Farbe Rost. Oh, ich liebe auch diese Farbe, ne? Die ist also grandios. Ich habe jetzt für die Größe 2XL ungefähr 4 Knäule gebraucht. Das sind 1000 Meter, ich brauche aber mehr. Also ich brauche, denke ich, so 1100 Meter, 1150. Weil, wie gesagt, ich musste bei der Rüsche ordentlich einsparen. Genau. Und es ist eben ansonsten wie bei den Kindern, ne? Raglan von oben. Die Raglan-Zunahmen gehen dann wirklich auch nur so bis hier. Und dann... direkt am, also deswegen liegt es oben auch recht eng an, also die Anleitung braucht keine Mehrweite, kann man machen, also, aber ich würde nie zu viel Mehrweite nehmen, nicht wie bei Pullovern oder so, dass man sagt, man nimmt jetzt 10 cm Mehrweite, dann lieber Minusweite nehmen, weil Wolle ist sowieso elastisch, ich empfehle hier auch nur elastische Wolle, deswegen wenn Baumwollgemisch kein reines, auch keine reine Seide, weil das ist eben gar nicht elastisch und das ist dann auch nicht vorteilhaft hier oben, weil eben eventuell Minus, heißt das Minus Ease, Negativ Ease, Minus Mehrweite, nicht Mehrweite, Minusweite, so,
Genau, damit es hier oben halt, wenn ein bisschen enger sitzt und direkt ab Achsel, ne, gehen dann ja am Körper die Zunahmen rundherum los, sodass es halt wirklich weit wird, ne? Weil man, wenn man hier so guckt, ne, es ist dann halt schon so, ne? Und es ist so leicht. Also ich trage das Ding momentan echt rauf und runter, ne? Ich liebe das. Ich ziehe jetzt auch mein Cardio mal wieder an. Wir haben es hier, gestern hatten wir hier 27 Grad und heute friere ich mir hier die Arschbacken ab. Und ja, wie gesagt, den liebe ich auch. Ich mag das ja auch, ne, wenn die Ärmel so lang sind. Meine Mutter sagt immer, sie sind viel zu lang. Die hat halt lieber so bis hier Ärmel. Ich mag das. Ich werde mir da, glaube ich, auch noch einen von stricken. Ich weiß nicht, ob auch wieder so weit, aber wie gesagt, ich liebe das ja. Ich muss mich immer so einkuscheln. Ich muss mal alles so ein bisschen weiter haben und ja, beweglich. Die Kleidung muss sich bei mir bewegen. So, genau. Das Garn hier, diese Cotton Merino, hatte ich auch selber gekauft damals bei Dein Stück Glück. Und die liegt schon seit. Die jetzt auch schon bei mir liegen. Ich versuche ja langsam so ein bisschen meinen Stash mal abzuarbeiten, aber irgendwie, ich habe immer viel zu viel im Kopf. Irgendwas ist immer, ne? Genau, so. Dann geht's weiter. Das war das, was ich trage. So, damit haben wir jetzt ja auch schon eine Viertelstunde verbracht. Genau. Dann habe ich ein bisschen was fertig. Ich habe euch ja letztes Mal den Polunder gezeigt, also dieses Slipover vom Wikinger. Den hat er allerdings heute auch an. Die sind echt, ich glaube, da muss ich noch einen von stricken. Die sind im Moment echt perfekt. Ne? So lang am Body Slipover drüber ist halt echt perfekt. Mehr brauchen die nicht. Ne? So, und dann habe ich ja mal experimentiert und habe dem Zieglein einen Slipover gestrickt und den finde ich richtig geil. Also den werde ich, habe ich auch für mich gerade auf den Nadeln. Genau, da habe ich so ein bisschen. Ja, also das mit dem Muster hier ist natürlich noch nicht optimal. Ich habe euch den, glaube ich, auch schon gezeigt, angefangen. Ne? Habe ich die fertig, habe ich die noch nicht gezeigt. Ne? Nee. Genau. Ich habe jetzt für mich den auf den Nadeln und habe das Diagramm einmal so angepasst, dass das halt hier so ein bisschen übergeht. Und der ist cropped, also very cropped. Vorne geht da, ich kann euch auch mal ein Bild hier einblenden, da oder da muss ich mal gucken, wie das Zicklein den trägt. Also der geht hier so bis zum Bauchnabel ungefähr und hinten ist er dann halt länger und hat hier auch wirklich nicht viel zwischen. Das geht wirklich nur darum, das Rücken und vorne so ein bisschen und dann mit so einer Langarm, Quatsch, mit so einer Bluse drunter oder so und oder so ein Langarm-Shirt. Ich finde das irgendwie echt cool, ne? Und da ist es eben auch, das ist eine andere Konstruktion. Das ist einmal der Rücken wird zuerst gestrickt, dann werden aus dem Rücken werden dann die Schultermaschen aufgenommen. Dann werden hier Zunahmen gemacht für den Ausschnitt, den ich extra ein bisschen weiter gemacht habe. Und dann hier nochmal ein paar Zunahmen für den Körper nochmal. Und ich finde den cool. Aber da habe ich noch keine Anleitung geschrieben. Das war wirklich erstmal ein Prototyp. Aber ich denke, da wird es eine Anleitung geben. Aber dann eben auch. Ich mache jetzt erstmal die Sommersachen und dann konzentriere ich mich hier so ein bisschen drauf. Den habe ich gestrickt aus der Swarta Ferret Ulrika Natur in der Farbe Grün. Ich weiß nicht, mehr grün. Ich weiß nicht genau, wie die Farbnummer ist jetzt. Aber ist eben von Edna. Ne? Ist mir auch zur Verfügung gestellt worden. Wollte ich eigentlich einen Wikinger-Pullover draus stricken für die Große. Aber dann hatte ich irgendwie Bock auf einen Slipover. Weiß ich noch nicht. Weil ich so gedacht habe, naja, für einen Wiking, also für einen Pullover. Und das ist halt auch ein recht dickes Decay halt auch. Ne? Und da habe ich gedacht, für einen Pullover ist es jetzt eben auch zu warm. Und da habe ich gedacht, ach komm, machst du einen Slipover draus. Da, weil ich da einfach Bock drauf hatte, ne? Und ja, das hat auch echt Spaß gemacht. Der war auch echt, ich glaube, den habe ich an 3 Abenden fertig gestrickt, ne? Größe 134, 140 ist das. Also der war echt wirklich schnell fertig. Und den habe ich für mich auch auf den Nadeln gerade, um zu testen. Aber weil ich sowas auch gerne so über dem Kleid oder so finde, das halt auch toll, so mit Dreiviertelärmel. Also mit einem Kleid, das Dreiviertelärmel hat oder so. Und dann so ein Slipover drüber finde ich halt auch mal cool, ne? Deswegen habe ich für mich auch einen auf den Nadeln, den zeige ich euch gleich. Aber erstmal mache ich weiter mit den fertigen Objekten. So. Dann. Den habe ich, glaube ich, euch angefangen noch gar nicht gezeigt. Den habe ich auch in den letzten 2 Wochen angestrickt, genau, weil ich habe ja eine Kooperation mit Sowohl und hatte ja einen Auftrag von denen, dass ich halt, die haben 10 Anleitungen von mir bekommen, das habe ich ja zwischendurch immer mal erwähnt, und dass es da so ein Anleitungsheft geben soll. Das ist jetzt auch gerade im Prozess, Progress, und da ist mir aufgefallen, dass wir beim Korngänser, der ja ein Teil der Kollektion ist, gar keine Bilder vom Wikinger haben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann stricke ich. Ich habe ja noch von der Wolle was hier gehabt, dann stricke ich dem nochmal ein. Was habe ich denn gemacht? Dann habe ich dem nochmal einen Korngänser gestrickt und das ist die Farbe Vanille, meine ich. Der ist ja so ein bisschen oversiziger, ne? Ich sehe auch gerade, ich habe hier. Er trägt den aber schon, ne? Und ich habe hier vergessen, den Faden zu vernähen. Naja, fällt nicht auf, ne?
Genau, der ist ein bisschen. Das ist die Similar BC Garn, Similar Gods. Und das ist ja, die ist ja so butterweich auch, ne? Beim Stricken hat die ein ganz grausiges Strickbild, aber wenn es dann gewadet ist, ne, sieht man dann ja, ne? Das ist schon richtig schön. Und auch weich. Für Kinder Sachen total super. Genau, und dann habe ich die Bilder auch nochmal zu Subo geschickt. Ich hoffe, dass sie die dann mit reinnehmen. Und dann gucken wir mal, das war das. Auch das wurde mir halt im Rahmen des Auftrages zur Verfügung gestellt. Da habe ich halt immer noch Garne über gehabt, so für Kleinkindergrößen und so reicht das halt immer noch. Und da kann ich dann zwischendurch immer noch mal was draus stricken und ein bisschen Werbung machen. Das ist ja ganz gut. Das war der Kordengänser für die Kinder. Die Anleitung findet ihr auf jeden Fall schon bei mir bei Reverie und auch in meinem Shop. Das verlinke ich euch unten alles in der Infobox. Genau. Das war das. Heute rausche ich auch so ein bisschen durch. Das wird heute nicht so lange. Also heute wird es ein bisschen kürzer. genau, dann habe ich was. Ach, siehst du, ich muss auch noch eine Anleitung. Wir arbeiten nämlich gerade mit der, also das, wie heißt das, Tech-Editing? Tech-Editing, genau. Da laufen die Anleitungen gerade alle durch. Und ich muss dann halt immer Rücksprache mit der Editorin, Lektorin. Ja, die das kontrolliert nochmal. Und da habe ich jetzt. Ich dachte, ich hätte jetzt alle gemacht, hatte ich gar nicht. Ich habe zwei, eine Anleitung auf jeden Fall vergessen, nochmal durchzu. Da habe ich den Durchgang vergessen, da muss ich nochmal durchgucken. Das werde ich dann gleich mal tun, wenn ich hier fertig bin. Wie spät ist denn das? Muss ich gerade mal gucken. Ja, ist schon 11, ne? Na, muss ich mal gucken, ob das heute noch schaffe, ich hoffe. Genau, so, dann habe ich genäht. Für das Zieglein. So einen richtig schönen Raglan-Pullover. Weil ich habe ja so viele Stoffe aussortiert. Und irgendwie werde ich die nicht los. Und habe ich gesagt, naja gut, dann nö, ich halte den Kindern was draus. Und das ist jetzt hier ein so ein richtig cooler Sweat. Da hat halt so ein bisschen so diese Denim-Medierung im Hintergrund. Und vorne dann so die Blumen drauf. Fand ich auch total schön. Und die Bündchen sind halt auch super schön. Die sind vom Stoffonkel. Die sind halt so ein bisschen flauschiger. Das ist halt schon öfter getragen worden jetzt, ne? Der Stoff, ich glaube, der war von der Fuchsfamilie. Ich habe den schon so ewig liegen, ich weiß es gar nicht mehr. Stoffduo oder Fuchsfamilie? Ich glaube Fuchsfamilie. Ja. Und der sitzt halt so richtig schön locker. Das ist eine Anleitung, also ein Schnittmuster aus der Ottobre. Fragt mich jetzt nicht welche. Oh. Irgendeine Frühjahr-Sommer-Ausgabe. Aber ich, also aus der Ottobre, nehme ich die Schnittmuster super gerne. Erstmal, weil sie großzügig ausfallen. Ne? Ist ja ein, ich glaube, norwegische Zeitschrift, auf jeden Fall skandinavisch. Und die sind ja immer ein bisschen großzügiger in den Größen. Das finde ich immer sehr gut. Und genau, und den liebt das Zieglein auch. Den hat die super gerne an. Ja. Da freue ich mich immer, wenn sie den anzieht. Und da bin ich ganz froh, dass ich dann die Stoffe doch nochmal gut vernäht bekommen habe. Es ist auch irgendwie, ich zeige auch alles durcheinander hier gerade. Ne? Ist, glaube ich, aber egal. Ne? Hauptsache, ihr seht was. Ich bin hier irgendwie gerade so überhaupt gar nicht strukturiert. Es ist irgendwie, ich gehe hier irgendwie einfach das durch, was ich hier gerade liegen habe. So, das waren auf jeden Fall die fertigen Sachen. So, dann zeige ich euch jetzt. Kann man da überhaupt schon was sehen? Das ist hier die gute Tasche von Kulturtasche von Süß Trene Grene, ne? Die haben zwischendurch immer richtig schöne Taschen und die gehen immer super als Projektbeutel. Achso, die wollte ich nämlich mal testen hier, ne? Nochmal in Pull. Gar nicht gewusst, dass ich hier noch eine drin habe. Das sind 3,5er. Das ist ja gut zu wissen, dass ich die hier drin habe. Ich habe nämlich den Pullunder für mich, auch den Vierer. Und ich muss sagen, ich bin von den Mindfuls tatsächlich echt positiv angetan. Diese hier auch richtig schön. Ich meine, gut, mit Chiagu und so ist man anderes gewohnt, aber völlig okay. Ich bin jetzt nicht so weit, weil andere Sachen Vorrang hatten. Also ich bin jetzt hier nur Rückteil. Ne? Hier kommen nachher die Ärmelmaschen ran. Und jetzt bin ich hier unten gerade bei den Zunahmen für den Körper. Und dann wird das auch schon stillgelegt und dann mache ich mit den Vorderteilen weiter. Und das stricke ich, das wird halt der Wikinger-Slipover für mich, der gerade pausiert, weil, wie gesagt, jetzt erstmal die anderen Sachen kommen. Aber den stricke ich aus der Woolia von Gepard. Die habe ich auch zur Verfügung gestellt bekommen. Auch da wollte ich eigentlich einen Wikinger-Pullover draus machen, aber irgendwie war es dann auf einmal wärmer und dann habe ich, ach komm, dann mache ich da andere Sachen draus. Die ist total schön. Da habe ich dem Äffchen auch eine Perle Light draus gestrickt. Und die hat diese Wolle,
also die ist jetzt nicht butterweich, aber die hat halt einen richtig geilen Stand. Na, und da habe ich jetzt gedacht, okay, ich habe da 5 Knäule von. Und das ist 100% Organic Merino. Und da sind drauf 133 Meter auf 50 Gramm. Ich habe 5 Knäule davon. Sollte für ein Slipover für mich auf jeden Fall reichen, denke ich. Ich finde die Farbe auch so schön. Das ist Latte Macchiato, glaube ich, heißt sie. Finde ich auch richtig schön. Genau. Und da geht es dann halt jetzt auch demnächst weiter. Ja, genau. Aber da ist noch nicht so viel zu sehen, ne? Das ist halt erst das Rückteil. Das kann ich vielleicht beim nächsten Mal schon mehr zeigen. Wobei, wenn ich das jetzt wieder schaffe, wöchentlich aufzunehmen, dann seht ihr das beim nächsten Mal noch nicht. Das ist ja erstmal um andere Sachen Vorrang. Aber projektbeutelmäßig kann ich auf jeden Fall, also ich habe da ja ganz unterschiedliche, ne? Ich habe einiges von Mood, also die Stavanger zum Beispiel, die kann ich euch gleich nochmal zeigen, die nutze ich immer im Moment, das ist mein absoluter Favorit. Dann die von Petit Knit. Da hinten steht eine und eine andere habe ich noch drüben. Die nutze ich auch gerne, weil man da so schön rausstricken kann. Ne? Und bei denen ist das auch so. Und ich mag halt so dieses. Ne? Ich mag die Stoffe so. Ich finde die so hübsch. Ne? Und zwischendurch hat Systrene-Grene halt immer echt richtig schöne Kulturtaschen. Für 12, 13 Euro oder so. Ne? Und da sind innen halt auch noch so. Also ich mache das dann ja, wenn ich die aufmache, weil ich klappe das dann immer so um, weil ich Angst habe, dass ich mir im Reißverschluss die Wolle kaputt mache. Ne? So, und dann klappe ich mir das immer so nach außen. Und dadurch, dass das hier oben halt immer noch verstärkt ist, ja, und die hat halt, man kann da richtig gut drauf stricken. Die Stand. Ja, die hat jetzt hier nur an der Seite noch so eine Tasche. Auf der anderen Seite jetzt nicht. Also die hat jetzt nur eine Seitentasche. Ich habe jetzt noch eine andere, da ist noch eine Reißverschlusstasche in. Ja, die hat einen anderen Stoff von außen. Kann ich auch immer sehr, finde ich auch. Sehr schön immer, als Kulturtasche oder als Projektbeutel eben. So, genau, das war das. Und dann habe ich jetzt noch einen WIP. Eins, ja, genau. Und das ist in der besagten Stavanger drin, von Mood. Die, wie gesagt, also mein absoluter. Wieso ist denn der Akku gleich alle? Ich habe den noch gerade aufgeladen. Willst du mich verkackeiern hier? Oder? Also, den eben aufgeladen. Muss mich beeilen jetzt, ne? So, hier habe ich drinne. Das Corn Tea, ne, weil es geht jetzt ja erstmal an den an die Corn Blues und ich möchte eigentlich das Corn Tea diese Woche fertig stricken, weil das dann parallel auch in den Teststrick geht. Ich wollte das erst in eine Anleitung mit reinnehmen, habe dann aber festgestellt, die Designs unterscheiden sich zu sehr in der Konstruktion. Da stricke ich aus der Lama Silk von Edna. Was? Diese? Die ist butterweich. 50 Gramm auf 165 Meter. Und das ist Baby Lama und Silk. Wie viel? Wie viel? Wie viel? 70% Baby Lama und 30% Mulberry Silk. So. Und ich bin jetzt hier. Zu Beginn wird das genauso gestrickt wie die Kornblus, ne? Auch geschlossene Runde. So. Ich habe allerdings die Raglan-Linie noch ein bisschen anders. Da sind zwei Maschen drin und nicht eine wie bei der Kornblus. Finde ich sehr hübsch. Und es wird keine Rüsche dran gestrickt, sondern nur Bündchen und dann abgekettet. Dann wird der Körper gestrickt. Da werden wiederum auch Zunahmen gestrickt wie bei der Kornblus, allerdings in geringeren Abständen, weil ich dieses Muster höher setze. Das sitzt ja jetzt hier recht weit unten, ne? Und das werde ich jetzt ungefähr auf diese Höhe setzen. Und dann wieder zurück. Und dann wird da unten, na, unter dem Mustersatz, wird dann ungefähr ein 10 cm oder 15 cm, da muss ich mal gucken, langes Bündchen dran kommen mit mindestens einer Nadelstärke kleiner. Ich habe jetzt erstmal noch Abnahmen drin. Ob ich hier drin lasse, weiß ich noch nicht. Das muss ich mal ausprobieren, weil es soll sich unter diesem Shirt an sich wieder zusammenziehen, sodass das praktisch fluffig um den Körper ist.
Und dann aber hier praktisch das Bündchen soll eng auf der Hüfte sitzen. Also nicht so schnürend eng, aber es soll praktisch das Shirt wieder zusammenziehen auf der Hüfte. So, sodass dann, wenn das Bündchen, dieses lange Bündchen auf der Hüfte sitzt, dass der Rest locker drüber fluppt. In meinem Kopf sieht das grandios aus. Ob das so grandios wird, werden wir sehen. Also ich hoffe, ich kriege das jetzt diese Woche fertig und dann, die Anleitung ist halt auch schon geschrieben. Ich muss halt gucken, ob das so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Und dann würde das auch der Aufruf nächste Woche folgen. Dann mache ich Fotos noch und dann mal gucken. Ja, aber bisher gefällt es mir sehr gut. Das wird halt auch ein sehr schlicht, das wird halt die schlichte Version und nicht so romantisch verspielt. Das wird halt die etwas sportlichere Version. Na, und ich hatte, wie gesagt, ich hatte erst überlegt, nehme ich das in diese Anleitung mit rein, lass halt einfach hier die Rüsche weg, so wie bei der Kinderversion und dann unten einfach statt Rüsche Bündchen, aber das funktioniert nicht, so wie ich mir das vorstelle. Das funktioniert mit dem Mustersatz nicht, das funktioniert mit dem Bündchen nicht, so wie ich mir das vorstelle und deswegen muss ich es trennen, sonst wird die Anleitung zu kompliziert, zu unübersichtlich auch. Und die Designs sehen nachher letztendlich auch einfach komplett unterschiedlich aus. Also die haben nicht mehr so wirklich viel gemeinsam, außer das Grundmuster und die Anschlagsmaschen. Ansonsten, ja, und die Zunahmen halt bis hier. Ansonsten ist es halt doch komplett anders, ne? Aber müssen wir gucken. Also das gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und wie gesagt, aus der Lamasilk, die ist allerdings sehr warm. Im Gegensatz zu diesem hier. Also das ist tatsächlich ein Unterschied. Die Maschenprobe ist die gleiche. Aber durch das Lama ist das doch schon sehr, also sehr kuschelig, aber auch sehr, sehr warm. Also dieses kann ich super auch bei 26 Grad anziehen. Dieses vielleicht so bis 22 Grad, je nachdem, wie hart man gesottet ist. Da heißt das so? Gesottet? Gesottet? Wie hart man im Nehmen ist so. Genau. Ja, das war das. Finde ich sehr schön. Und da kriege ich jetzt noch Wolle von Sohul. Die BC Garn Tusha Tweed. Da bin ich sehr gespannt drauf. Die zu verstricken, das ist halt auch 100% Seide. Ich muss da halt gucken, wie elastisch die ist und wie geeignet der für ist. Ansonsten muss man da halt eine Nummer größer stricken oder so. Ja, müssen wir mal gucken. Da warte ich noch drauf. Die wird demnächst erst verschickt. Dann werde ich, wie gesagt, die Kornbluse nochmal aus der Cotton Merino stricken. Wobei, ich könnte auch das Shirt daraus stricken. Da muss ich mal gucken. Und dann habe ich noch eine Farbe von der Lama Silk hier, da werde ich auch noch eine Formlust draus stricken, weil die ja wie gesagt auch super geht. Das ist die Farbe Copper. Die ist auch grandios, ne? Die finde ich auch richtig geil. Ist ähnlich, oder? Nee. Das ist halt auch so ein Rostton, aber. Nee, die ist schon ein bisschen anders. Die ist ein bisschen kräftiger. Aber ich finde den richtig gut, den Ton. Ja. Und da werde ich halt auch. Werde ich auch die Kornbluse noch mal draus stricken und genau, und dann gucken wir mal. Habe ich also viel vor demnächst. Parallel dazu will ich eigentlich auch noch eine Kornbluse für die Kinder stricken. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Da muss ich halt mal gucken. Muss ja irgendwie alles in den Alltag integriert werden und der ist momentan so chaotisch. Da stehen jetzt auch irgendwie noch zwei Sommerfeste an von der Kita und von der Schule. Alles innerhalb von 2 Wochen. Und natürlich brauchen sie alle Hilfe und Kuchen und was weiß ich nicht alles. Ich bin ganz froh, dass die Tagesmutter noch nicht geschrien hat. Wir machen auch ein Sommerfest. Das wäre der Nummer 3. Ja, da müssen wir mal gucken. Naja, so ist das mit 3 Kindern, ne? Da geht alles. Solange die Kinder sich freuen, freuen wir uns auch. So, dann möchte ich euch nochmal was richtig Cooles zeigen. Eine Freundin von mir, die Eva von Nordstrick, kennt vielleicht einige. Die hat ja auch das Fur Top Design. Das habe ich damals auch gestrickt. Kann ich auch nochmal zeigen. Das ist dieses. Da ist ja oben dieses schöne, das geht die Kamera gleich aus, dieses Muster drauf. Die hat ja jetzt eine neue Firma, das ist Nordelic und da macht sie ganz viel Holzsachen und graviert und sowas. Ich zeige euch das schnell, bevor es ausgeht hier. Das ist einmal dieses, das hat sie drauf graviert, das hat das Zieglein gemalt und einmal dieses hier. Na, das hat das Zieglein praktisch selber gemalt. Ich habe ihr das als Foto geschickt. Das hat sie für ihre Schwester gemalt und das für sich. Und dann hat Eva das mit ihrem Laser praktisch auf das Brett graviert. Und die macht ganz viele coole Sachen, auch so für Vatertag zum Beispiel. So Anhänger habe ich jetzt auch schon für uns gekauft und Deckel für Einweggläser und sowas. Also schaut mal bei Nordelic vorbei. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Sie macht richtig coole Sachen. Ich hätte euch das jetzt gern ausgiebiger gezeigt, aber jetzt geht der Akku hier gleich, die Kamera hier gleich aus. Aber
Richtig cool. Also ich habe da auch schon ordentlich bestellt. Ich werde auch wieder bestellen. Ich habe auch Stricksachen, also auch so Maßlineale, Sockenlineale. Ein richtig tolles, das will ich mir auch noch besorgen. Und ja, da schaut auf jeden Fall mal vorbei. So, und jetzt geht die Kamera gleich aus. Jetzt verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Herzlichen Glückwunsch, Elke, nochmal. Melde dich bitte bei mir. Und ja, das war es erstmal von meiner Seite. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dabei und ich konnte euch ein bisschen inspirieren, ein bisschen auf den neuesten Stand bringen. Und ich hoffe, ihr findet den Edler Cardigan genauso cool wie ich. Und auch die Korn Blues. Ja, und genau. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und ich hoffe, ich schaffe es nächste Woche aufzunehmen. Wenn nicht, hoffentlich übernächste Woche. Auf jeden Fall wird der Abstand hoffentlich nicht mehr ganz so groß. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann.